Staatsfunk. Staatsfunk. Balkonistan. Sie hören nun eine Ansprache des Präsidenten. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Das hier ist die Nullnummer zum neuen Staatsfunk Balkonistan Podcast. Ich will den nutzen, um einige Themen rund ums Gärtnern auf begrenztem Raum, um Selbermachtdinge und vielleicht noch so ein bisschen eine Technikecke loszuwerden und vielleicht auch einfach um ein bisschen zu labern, mal gucken, was die kommenden Folgen so bringen werden. Die wichtigsten Fragen, würde ich sagen, klären wir direkt hier in der Nullnummernfolge. Frage Nummer 1 ist natürlich, was ist Balkonistan? Balkonistan, das ist quasi mein eigenes kleines Reich, das ich Mitte August 2015 auf meinem Balkon draußen ausgerufen habe. Balkonien, wo ja so viele immer Ferien machen, halte ich einfach für viel zu überlaufen und außerdem schwingt in Balkonistan so der Klang einer Sowjetunion Nachfolgestaatsdings mit, so mit Steppe und nicht der besten Entwicklung und so, und das passt ganz gut. Also habe ich mich vor ungefähr einem Jahr dazu entschieden, Balkonistan als Hashtag zu nutzen auf meinem Twitter-Account, um dort all die Dinge zu kennzeichnen, die mit meinem Balkon zu tun haben. Kurz danach habe ich festgestellt, dass das leider schon andere vor mir getan haben, das gar nicht so innovativ war, wie ich gedacht habe. Ja gut, und das wurde halt echt viel, was auf meinem Balkon passiert. Deswegen gab es da vor ein paar Monaten den Schnitt, dass ich mir gedacht habe, ich mache für Balkonistan einen eigenen Twitter-Account und kurz danach auch ein eigenes Blog, wo ich die ganzen Neuigkeiten, die so auf dem Balkon passieren, draufgepackt habe. Und das Blog ist vor, na sagen wir, einer Woche umgezogen auf einen neuen Server, wo ich jetzt endlich auch ordentlich Webspace habe und mich auch mal an diesem Podcast ausprobieren kann. An dieser Stelle erstmal ein dickes Dankeschön an alle, die beim Podstock dieses Jahr waren. Das war für mich so der finale Arschtritt, um wirklich mal mit dem Podcasten anzufangen und es in Angriff zu nehmen. Und nächstes Jahr bin ich dann wohl als Podcaster dabei und nicht mehr nur als Hörer. Die zweite Frage ist natürlich für euch Hörer, wer bin ich? Ich nenne mich Hendrik, ich bin der Präsident von Balkonistan und wenn ich nicht gerade meinen Amtsgeschäften... Wenn ich nicht gerade meinen Amtsgeschäften nachgehe, dann bin ich im zivilen Leben Programmieräffchen und schraub nebenher noch an meinem Physikabschluss rum. Die dritte Frage ist natürlich, was euch hier auf dem Staatsfunk Balkonistan Podcast überhaupt erwarten wird. Ich habe mir so an Themenkategorien ausgedacht, die Landwirtschaft auf 6 Quadratmetern, weil mehr hat der Balkon einfach nicht. Die Weiterverarbeitung, Tees, Tinkturen, Tränke, Do-it-yourself-Projekte und bei Bedarf eben eine Technikecke. Das schauen wir dann mal. Wenn ihr noch weitere Vorschläge habt, dann schreibt mir einfach zum Beispiel auf Twitter @balkonistan. Per E-Mail an balkonistan@gmx.de oder einfach als Kommentar unter die Folgen auf dem balkonistan.kurz.es Blog beziehungsweise der Seite, wo die Podcasts dann kommen. Die vierte und letzte Frage ist natürlich, was ist die Ausgangslage? Balkonistan ist nur 6 Quadratmeter groß, was soll ich da alles erzählen? Ich muss kurz meine Liste aufmachen. So. Momentan sind auf Balkonistan ein Blumenkasten voller Erdbeeren, ein Blumenkasten Ingwer, ein Blumenkasten Cocktailtomaten, ein Kasten mit Zwiebeln, ein Kasten mit Paprika, ein Kasten Minze, Petersilie, Rosmarin, Thymian, Basilikum, Waldmeister, Pimpinelle und Salbei. Außerdem die Nachzuchten an roten und gelben Paprika, an Chili und an Passionsfrucht fürs kommende Jahr. Ein bisschen Zierrat wächst auch noch da. Ich habe Fuchsien, Lilien und 2 Kübel mit Bambus und einen Grill. Ja, es ist ein bisschen voll dort, aber es wächst viel, es wächst Vielfältiges und ja, dann schauen wir, was wir daraus machen. Also dann,
Ich hoffe, wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut. Ach so, bevor ich es vergesse. Die Nullnummer hier möchte ich auch ein bisschen nutzen, um zu gucken, wie es mit der Technik aussieht, ob ich alles richtig eingestellt habe, ob ich alles richtig ausgefüllt habe, ob meine Aufnahmen funktionieren. Deswegen schreibt, kommentiert mir ruhig, ob zum Beispiel die Kapitelmarken mitkommen, ob der Feed funktioniert, ob die Folgen runterzuladen und anzuhören gehen und so weiter. Ihr wisst schon, ob das ganze Paket an sich funktioniert. Dankeschön, macht es gut. Staatsfunk. Staatsfunk. Balkonistan. So. Willkommen beim Staatsfunk Balkonistan zur Folge 001. Wir gucken mal, ob das heute was gibt. Nicht, dass meine PC-Lüftung gleich wieder hochdreht auf startender Jumbojet und dann verstehen wir hier nichts mehr. Schauen wir mal. Ich fange heute mal an mit einem dicken Danke an euch für die echt große Resonanz auf Twitter für den Podcast hier und für die Nullnummernfolge. Wahnsinn, hätte ich nicht mit gerechnet. Muss gestehen, ich bin jetzt schon echt ein bisschen angefixt mit diesem Podcasting und ich glaube, dann machen wir weiter. Außerdem möchte ich mich bedanken für die Hörempfehlungen vom De La Sastercast heute in der neuen Folge und die Erwähnung heute Morgen beim Sunday Morning Livestream. Das ist cool, vielen Dank. Außerdem danke an den Lima Lima Bravo Yankee Zulu von Twitter, der die Ideen für mein Intro hatte und die Hymne, die ihr nachher im Abspann hört, die ist auch von ihm. Und auch hier nochmal danke an die Dela vom Dela Sastercast für das Probehören und die Verbesserungsvorschläge fürs Intro. Finde ich super. Meine Themen heute habe ich mir überlegt, mache ich Thema 0 Aktuelles auf Balkonistan, Thema 1 Paprika und Thema 2 machen wir die Technikecke. Thema 0 für heute. Was gibt's Neues auf Balkonistan? Aktuell ist ja Erntezeit und das heißt, dass die Tomaten und die Paprika täglich mit frischen Früchten um sich schmeißen. Denen gefällt die Hitze auch entsprechend gut und da wird alles reif, was gerade reif werden kann. Leider hat diese Fruchtlust auch die Stecklinge angesteckt. Die sind leider nur so 15 cm ungefähr hoch, also so richtige Winzpflanzen. Und die tragen gerade Miniaturtomaten, also erbsengroße grüne Tomaten. Ich weiß nicht, ob die jemals rot werden und wie die dann schmecken. Das berichte ich euch vielleicht, wenn ich die Pflanzen nicht vorher gegen andere Ableger tausche. Ich habe da über eine Connection auf Twitter noch Aussicht auf eine Kannenpflanze und Fettkraut. Außerdem blühen hier gerade auf dem Balkon zwei verschiedene Sorten Minze. Was ganz hübsch aussieht, finde ich. Eine blüht in lila, die andere in weiß. Und ich glaube, die werde ich auch blühen lassen, weil wir haben dieses Jahr schon echt viel Minze geerntet. Und ein Minzteevorrat, der über den gesamten Herbst und Winter eigentlich reichen müsste. Außerdem gibt es auf Balkonistan noch ein paar Neuzugänge. Der Florian666 von Twitter hat mir zum Podstock dieses Jahr Thymian und Basilikum Ableger mitgebracht, die auch alle angewachsen sind und wo ich von geerntet habe und die funktionieren. Vielen Dank, Flo. Die Dela vom Dela Sastercast hat mir zum Podstock Chili und Kräutersamen mitgebracht. Die werde ich jetzt bald mal antesten, sobald Töpfe draußen frei werden. Außerdem habe ich von einer Freundin meiner Frau einen ganzen Pott voll mit Brutblattpflanzen bekommen. Das sind diese kleinen Zimmerpflanzen, die diese winzigen, komplett aussehenden Ableger an seiner Blattkante hat. Ich mache euch ein Bild davon, die kennt ihr bestimmt. Ich bin gespannt, wie die mir gedeihen. Die letzte Fuhre, die ich hatte, ist mir nämlich eingegangen. Ich glaube, die habe ich einfach zu viel gegossen. Das war es, glaube ich, auch an Neuigkeiten. Deswegen kommen wir jetzt zum Thema 1, den Paprika. Es ist ja, wie gesagt, Erntezeit und Balkonistan verfügt im Moment über 4 Paprikapflanzen. Die tragen alle Früchte, also zweimal Paprika in rund und zweimal Paprika in spitz.
was für mich eine Überraschung war, weil eigentlich hatte ich nur runde Paprikapflanzen gekauft, aber hey, okay, scheinbar kann man das nicht so genau unterscheiden. Eigentlich sollten die auch alle bunt werden, bleiben aber bis auf eine alle grün. Aber okay, Hauptsache schmeckt. Außerdem fasziniert mich an diesen Paprikapflanzen, dass sie bis jetzt überlebt haben, denn eigentlich wurden die schon sehr oft inzwischen von Blattläusen heimgesucht, wo auch immer die herkommen und es auf dem Balkon schaffen. Und da ich nicht so gerne im Chemiewaffenarsenal krame und da mit der Chemiekeule draufhau, habe ich ein bisschen recherchiert und einen Mix aus Spüliwasser und Spiritus als Lösung gegen Blattläuse angepriesen gefunden und habe es ausprobiert. Hat super funktioniert, man muss halt ein paar Mal sprühen, aber dann sterben die Viecher ab. Ich habe 2 Paprikaschoten dann auch bereits geerntet und gegessen und den Spiritus schmeckt man überhaupt nicht raus. Das finde ich sehr schön und schäumen tun die Paprika auch nicht beim Abwaschen. Insofern alles in Ordnung. Für die nächste Generation Pflanzen auf dem Balkon habe ich ein Experiment gestartet und vor 6 bis 8 Wochen ungefähr im Supermarkt diese Standard-Industrie-Paprika gekauft. Die sind dieser Dreierpack da. Und in der Küche dann verschafft und die Samen ausnahmsweise mal nicht weggeworfen, sondern getrocknet und zu Testzwecken mal eingesät. Und wirklich, die Hälfte der Samen sind angegangen, was ich für ganz beachtlich halte. Hörer vom Methodisch Inkorrekt Podcast werden jetzt bestimmt den Stichprobenumfang wissen wollen. Ich habe pro Sorte Paprika 4 Samen ausgebracht, also 4-mal gelb, 4-mal rot. Außerdem noch 4 Samen von diesen roten Supermarkt-Chili, ne, diesen dünnen, langen, spitzen Chilischoten. Wenn einer weiß, was das für eine Sorte ist, die man da immer im Supermarkt bekommt, ich wäre da sehr froh drum, das mal zu wissen. Dann kann ich nämlich das Zettelchen auf dem Blumentopf auch korrekt beschriften. Ja, 4 Samen pro Sorte ist jetzt nicht gerade eine repräsentative Stichprobe, aber war ja auch nur ein erster Test. Die Pflänzchen sind jetzt nach, sagen wir 8 Wochen, ungefähr 15 cm hoch, also ungefähr so groß wie die, die man so im Baumarkt kauft. Das heißt, jetzt über den Herbst und den Winter lasse ich die schön in der Wohnung wachsen und guck mal, ob die Früchte tragen. Das wäre ganz cool. Bestäuben will ich die eh selbst, das musste ich dieses Jahr bei denen draußen auch machen, weil erschreckend wenig Brummviecher dieses Jahr unterwegs waren. Also ein paar Hummeln habe ich da schon entdeckt und auch ein paar mehr als letztes Jahr, glaube ich. Aber dafür so gut wie keine Wespe und eigentlich auch keine einzige Biene. Deswegen kam ich auch auf die Idee, ein Insektenhotel zu bauen. Okay, nee, eigentlich brachte mich die Diskussion auf Twitter über Selbstversorgung auf die Idee, ein Bienenvolk zu kaufen und auf dem Balkon anzusiedeln. Aber Bienenvölker sind echt teuer, weil da braucht man auch noch einiges an Ausrüstung drumherum und so. Meine Frau wäre bestimmt dagegen, wenn sie mit einem Bienenschwarm zusammen auf dem Balkon sitzen müsste und außerdem steht im Mietvertrag, ich darf keine Haustiere halten. Falls denn Bienen zu den Kleintieren zählen, das weiß ich nicht. Ja, gucken wir mal. Nee, und auch damit die Brummtiere da draußen ein bisschen was für sich haben, ist vielleicht noch ein guter Grund, die Minze erstmal blühen zu lassen. Den Aussaatversuch werde ich mit den Samen der momentanen Paprikabesatzung draußen auch nochmal machen und dann vergleichen, ob und wie gut das funktioniert, weil wenn das funktioniert, wäre das ja quasi eine kostenlose Alternative, um an Gemüse zu kommen, also quasi gratis essen. So, dann stehe ich jetzt hier mal auf und stelle mich in die Technikecke. Beim Nachbereiten von der letzten Folge fiel mir auf, dass echt viele Pop-Peaks in der Audiospur sind. Das liegt wahrscheinlich daran, dass ich noch keinen Popschutz für mein Aufnahmedings habe. Das Equipment ist nämlich momentan so ein alter Zoom H2. Das Schaumstoffmützchen davon ist schon ewig weg. Aber ansonsten klappt er ja ganz gut. Also war ich mir überlegen, ob ich mir hier so einen Popschutz für ans Mikrostativ zulege, so ein runder Rahmen mit so einem Vlies oder Gewebe und so einem Gedöns drin und dann mit so einem Schwanenhals an das Stativ dran möppeln. Wäre, glaube ich, eine ganz interessante Sache. Außerdem bin ich noch auf der Suche nach einem günstigen Audio-Interface, wo ich meine Mikros, die wir noch von der Band haben, dran stöpseln kann. Also ein SM58 und ein Mikro für den Gitarrenamp.
Wenn das Interface dann auch noch einen Klinkereingang hätte, dann wäre das natürlich umso besser. Also das suche ich mir gerade noch. Zu dem ganzen Technikthema werde ich wohl die Tage mich auch mal mit dem Angbor vom Sunday Morning Podcast kurz schließen müssen. Und dann schaue ich mal, was ich einkaufen gehe. Über ein Feedback dazu würde ich mich echt freuen, weil ich komme halt aus der Gitarristenecke. Ich habe über Sprache jetzt nicht so viel Ahnung. Habe außerdem mitbekommen, dass die Kapitelmarken bei einigen von euch nicht mitkommen. Da gucke ich mal, was ich dazu mache. Ich habe gelesen, dass das eventuell am MP3-Format liegen könnte. Ich versuche also quasi ab der Folge jetzt noch ein bisschen weiter zu experimentieren. Im Abspann hört ihr dann, wie am Anfang versprochen, die Hymne Balkonistans zum Karaoke-esken Mitsingen. Den Text verlinke ich natürlich auch wieder und danke nochmal an den Lima für den Kompositionseinsatz. Also dann, macht es gut, bis bald im Hol. Staatsfunk. Staatsfunk. Balkonistan. Also, willkommen zur Folge 002 des Staatsfunk Balkonistan Podcasts. Eigentlich hätte ich heute direkt gerne draußen aufgenommen, quasi so ganz nah am Thema. Aber draußen feiert irgendjemand eine furchtbar laute Party mit 60er-Jahre-Musik und quietschenden Menschen in einem Swimmingpool und da würdet ihr mich A kaum verstehen und B würde ich die ganze Zeit versuchen, schief mitzusingen bei der Musik und nein, das wollt ihr nicht hören. Außerdem bin ich heute ziemlich vollgefuttert. Am liebsten würde ich im Liegen aufnehmen, aber ich weiß nicht, wie sich das auf die Audioqualität auswirkt, deshalb lassen wir das besser. Vollgefuttert deswegen, weil ich habe gekocht und es gab Nudeln mit Rührei und Ölsardinen. Das klingt jetzt nicht nur so, als wäre das nicht so lecker, das ist auch nicht ganz so lecker, aber macht dafür ziemlich schnell satt und geht schnell zu machen. So, das war Thema 0 und die Hobbykoch-Sektion. Ich habe mir auch schon eine Tasse Tee gemacht. Und damit geht es dann bestimmt im Laufe der Aufnahme besser. Außerdem ist es bestimmt auch gut für meine Stimme, die letzten Tage immer noch komische Sachen macht. Ja, heute ist auch das erste Mal für mich, wo ich ohne ganz detaillierte Sendungsnotizen versuche zu sprechen. Schauen wir mal, ob mir das gelingt. Wenn ich also heute längere Pausen mache, dann versuche ich da wahrscheinlich gerade zu denken, dass könnte dann so ein bisschen knacken und knistern, wenn die Zerebralzahnräder ineinander greifen, falls sie das tun. Oh, Tee, gutes Stichwort. Der Tee ist heute mein neuer Lieblingstee, nämlich Chrysanthementee. Trinkt mehr Chrysanthementee. Schmeckt ein bisschen wie Kamillentee mit viel zu wenig Honig, hilft aber gut gegen die Hitze und es ist Tee. Tee ist immer gut. Leider bekommt man die Chrysanthemenblüten sehr schwierig. So, Achtung, ab jetzt improvisiere ich komplett. Chrysanthemenblüten habe ich erst im Internet gesucht bei Amazon und nicht gefunden für den Preis, den ich dafür auch ausgeben würde. Dann in den Apotheken gesucht hier in Mainz und habe nichts gefunden, was in irgendeiner Form bezahlbar und besorgbar wäre, weil ich einfach nicht die Mengen abnehmen wollte, die der Apotheker abnehmen müsste. Und ich bin scheinbar der einzige Kunde, der das haben will. Und habe, ich glaube, eine halbe Woche gesucht, bis ich
mitten in der Altstadt einen winzig kleinen asiatischen Teeladen gefunden habe, der wirklich noch, ich glaube, 100 Gramm Chrysanthemenblüten übrig hatte, die ich ihm auch direkt abgekauft habe, und damit war sein Lager leer. Und bin sehr froh darüber, dass ich die habe, weil dieser Tee ist, doch, der ist lecker. Zwischendrin habe ich noch bei Reformhäusern nachgefragt und die wollten mir giftige Chrysanthemenblüten andrehen, weil sie dachten, den Tee, den ich daraus aufgießen will, würde ich nicht trinken wollen, sondern als Schädlingsbekämpfungsmittel einsetzen wollen. Nee, danke eigentlich nicht. Weil, genau, es geht nicht jede Chrysanthemenblüte, die Speisechrysanthemenblüte geht. Alle anderen sind wohl giftig und sollte man wohl nicht unbedingt als Trinktee dann verwenden. Merkt er? Denkpause. Ach so, ich könnte noch erzählen, wie ich überhaupt drauf gekommen bin, Chrysanthementee zu kochen. Ich habe essbare Blüten auf dem Balkon ausgesät. Also nicht auf dem Balkon, aber in so einem Balkonkasten. Und bis auf die Kapuzinerkresse wusste ich mit dem ganzen Krempel da drin nichts anzufangen. Ich habe die zum Teil auch gar nicht erkannt, was da drin wächst. Und habe dann ein bisschen recherchiert und kam drauf, dass die eine große Blüte, die da drin war, Ringelblume war. Schmeckt übrigens fürchterlich, finde ich. Und die andere, die ich erst für eine Margerite hielt, war Speisechrysantheme. Kann ich nur empfehlen, schmeckt ganz gut, wenn man sie so kaut. Die Knospen sind lecker, so ein bisschen, ja, schmeckt halt wie Wiese, ne? Und wenn man die jungen Blätter erntet, die schmecken ein bisschen wie Rucola, so scharf und würzig. Ich glaube, könnte man ziemlich cool klein hacken und irgendwie über einen Salat kippen oder sowas. Also nicht schlecht. Ja, und habe da mal ein bisschen gegoogelt, was man eigentlich so aus Chrysantheme machen kann. Und kam drauf, dass wohl der Chines an sich, die in der traditionellen chinesischen Medizin irgendwie als Teezeugs einsetzen. Ich dachte mir, hey, kann ja nicht schlecht sein, wenn es isst, kannst du auch mit Wasser übergießen. Und habe es ausprobiert und ja, war gut. Und seitdem bin ich auf dem Trichter und trinke das Zeug echt gern. So, finde ich, können wir das als Thema 1 abhaken. Für improvisiert war das doch jetzt gar nicht so schlecht. Dann improvisieren wir direkt das zweite Thema für heute, nämlich Tomaten. Neben Paprika sind Tomaten die zweite echt häufig auftretende Pflanzengattung im Balkonistan. Ist auch ein ganzer Blumenkasten voll und ein extra Kübel, weil es sind verschiedene Sorten. Im Blumenkasten stehen die Cocktailtomaten und eine Strauchtomate steht im Kübel separat, weil die auch ein bisschen größer ist und sowas. Tragen tun sie alle, finde ich gut. Hätte ich nicht gedacht, dass das so problemlos geht. Man muss halt ein bisschen hinterher sein mit rechtzeitig gießen und Schädlingen und sowas, aber funktioniert ganz gut. Vorteil auf dem Balkon ist, dass die Pflanzen von oben kein Wasser bekommen, sondern nur da, wo ich sie auch gieße, weil weiß jetzt nicht, ob das Aberglaube ist. Ich habe es jedenfalls so gelernt von daheim. Tomaten gießt man nicht von oben, Tomaten gießt man nur die Erde. Ob das wirklich so ist und ob das was bringt, weiß ich nicht, aber gelernt ist gelernt. Die Strauchtomate, die große, die ich habe, kam durch einen dummen Zufall in meinen Besitz, weil ich zwei Zucchini-Pflanzen gekauft hatte für den Balkon und erst zu Hause festgestellt habe, dass die viel zu groß werden und ich gar keinen Platz habe, um Zucchini anzubauen. Dann habe ich die Zucchini getauscht und habe dafür eine Strauchtomate bekommen. Die trägt ganz ordentlich, also ich habe, na, ich würde sagen, 10 Tomaten dran hängen gehabt. Jetzt hängen noch 3. Die werden auch gerade rot und dann hat die es hinter sich. Die Cocktailtomaten tragen erst seit kurzem, aber dafür richtig viel. Also da habe ich, würde ich sagen, jeden Tag so bis zu 10 Tomätchen dran hängen. Die sind halt klein, aber dafür schön süß. Und knackig und sehr lecker. Da kamen die Pflanzen von meiner Mutter. Die habe ich ihr quasi weggenommen, weil sie tot gegossen hat. Habe ich dann wieder hier ein bisschen trocken gelegt und aufgepäppelt und so. Und jetzt tragen die ganz ordentlich. Was könnte man denn zu Tomaten noch sagen? Ganz witzig bei den Tomaten fand ich, ich habe festgestellt, dass man von Zeit zu Zeit
die Tomatenpflanze ein bisschen beschneiden muss, weil die sonst in alle Richtungen wächst und man will sie ein bisschen auf Ertrag hinschneiden. Ich habe dann mit dem Fingernagel so abgeknipst, was so an Trieben rauswuchs an den unpassenden Stellen und habe gelesen gehabt, dass man aus den abgeknipsten Blättern, wenn die groß genug sind, Ableger ziehen könnte. Das hat bei der Strauchtomate sehr gut funktioniert. Ich habe noch 5 weitere Pflanzen draus gezogen, aus der einen nur aus abgeknipsten und damit quasi Abfallblättern, die man sonst einfach auf den Biomüll geworfen hätte. Ich habe die in Schnapsgläschen gestellt, die waren nicht groß, die waren so, na, was mag das sein, 6-7 cm hoch, die Blättchen. Habe ich mit ihren Stielchen in Schnapsgläser Wasser rein und nach vielleicht 2 Wochen hatten sie schöne Wurzeln ausgebildet und ich konnte die einsetzen und die haben wirklich richtig ausgetrieben. 2 Stück davon habe ich verschickt und 2 Stück sitzen noch auf dem Balkon. In kleinen Töpfchen sind jetzt so 15, 20 cm hoch und tragen wirklich auch schon die ersten Früchte. War eigentlich gar nicht so geplant, aber was will man machen? Habe ich nicht aufgepasst, nicht rechtzeitig zurückgeschnitten. Jetzt tragen die halt so erbsengroße Tomätchen. Das sind die, wo ich in Folge 001 schon von berichtet habe, dass die Fruchtlust umgeht auf dem Balkon. Ich trinke noch einen Schluck Tee. Chrysanthementee. Ja, im Moment steht im Wasser noch ein weiteres Blatt, das schon Wurzeln zieht. Das kann ich bald einsetzen. Und ich habe mir überlegt, wenn die Strauchtomate jetzt quasi ihre letzten roten Früchte durch hat und nichts mehr dranhängt, dann knipse ich die anderen Blätter ab und stelle die auch ins Wasser, weil die Pflanze würde ich sonst einfach so auf den Kompost hauen. Die hat ja dann ausgetragen. Tomaten sind, glaube ich, einjährig, oder? Gibt es da Gegenstimmen zu? Könnt ihr immer Feedback zu geben. Ja, und vielleicht schaffe ich es ja dadurch, mir noch ein paar Pflanzen für über den Winter und vielleicht auch fürs nächste Frühjahr dann zu sichern. Ich hatte außerdem, ganz analog zu dem Paprika, Tomatensamen aus Industrietomaten rausgepiddelt, so mit dem Daumennagel in die Tomate rein und das Glibber raus und abgespült, fermentieren lassen, dass der ganze Glibber quasi weggeht und diese kleinen Samenkörnchen dann zum Trocknen ausgelegt. Testweise auch mal angesät, aber davon ist nichts angegangen. Jetzt weiß ich nicht, ob das an meiner vielleicht nicht einfühlsamen genugen Aussaatmethode liegt, also quasi einfach in Erde zu streuen, Wasser drauf und zu hoffen, dass was angeht. Vielleicht probiere ich das nochmal auf irgendwie einem nassen Stück Zewa oder einem nassen Watte-Dingsi oder sowas, dass da vielleicht irgendwas austreibt. Aber bis jetzt konnte ich aus Industrietomaten keine neuen Tomatenpflanzen ziehen. Ich möchte aber von den Strauchtomaten jetzt von den letzten Früchten die Kerne aufheben. Vielleicht gehen die ja besser. Reicht uns das zum Thema Tomaten? Mehr fällt mir nämlich gerade nicht ein dazu. Wenn ihr noch Fragen habt, fragt. Ich hänge gern nochmal ein Sonderkapitel Tomate irgendwo dran. Habe ich denn in meinem Trello noch irgendwo Themen stehen? Ich habe mir aufgeschrieben, an den Winter denken. Was habe ich mir dabei gedacht? Das war auch geistige Umnachtung. Keine Ahnung. Ja, jo, machen wir noch ein bisschen Technik. Ich habe Feedback bekommen, vielen Dank dafür, vom Raidinger, der keine Kapitelmarken mitbekommt. Das scheint ein echt schwieriges Thema zu sein mit den Kapitelmarken. Ich sträube mich noch ein bisschen davor, dieses Orphonic zu nutzen. Einfach aus Geldgründen. Ich sehe es noch nicht ganz so ein, dass es da nichts Open-Source-mäßiges für gibt. Aber scheinbar führt kein Weg dran vorbei, Orphonic zu nutzen. Ich werde bei dieser Folge jetzt das mal ausprobieren und die da durchlaufen lassen und hoffentlich da Kapitelmarken hinzuballern können, die dann auch in allen Podcatchern lesbar sind und nicht nur in meinem. Sonst noch Technikthemen? Nö, ne? Akut nicht. Ich melde mich dann bald wieder und wünsche euch eine schöne Zeit bis dahin. Macht's gut. Tschö.